Uns gibt es jetzt seit Mai. Wir sind eine Berliner Craft-Brauerei und stellen heute im wunderschönen Trier mal unsere 4 Biere vor und hoffen, dass die Trierer, meine alte Heimat, genauso begeistert ist von den Bieren wie wir selber. Ich habe eine Ausbildung zur Brauerei in einer Industriebrauerei hier gleich um die Ecke in Bitburg gemacht. Ich glaube, da weiß jeder, wo es herkommt. Und habe dann weiter studiert und habe meinen Master in Brauerei und Getränketechnologie gemacht. Ja, und jetzt habe ich mit einem Amerikaner zusammen in Berlin eine Brauerei gegründet und versuche so ein bisschen die Craft-Beer-Szene ein bisschen mit aufzumischen. Für mich ist Craft-Beer nicht irgendwie ein Produkt, sondern eher eine Lebenseinstellung. Einfach zu sagen, wir benutzen beste Rohstoffe, wir sind kreativ, wir brauen meistens in nicht so riesengroßen Mengen, sondern wir versuchen einfach dem Gast oder unseren Kunden den größtmöglichen Genuss zu bringen in unseren Augen und versuchen halt ein bisschen mehr Vielfalt nochmal in die Bierlandschaft in Deutschland zu bringen. Wir sitzen in Mendig in der Eifel und wir haben eine Sparte Klassiksorten und wir haben uns jetzt auch im Craft-Bereich, toben wir uns ordentlich aus. Wir haben dann Pale Ale, ein IPA, ein Porter und unser Herzstück ist unser Bourbon Barrel Doppelbock. Wir haben bei uns in Mendig den tiefsten Bierkeller der Welt. Und da lagert unser Barrel Doppelbock, also das Doppelbock, das lagert dort in Bourbonfässern circa so 4 bis 6 Monate. Und dadurch, dass da eine konstante Temperatur von 8 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, geben die Bourbonfässer das Aroma einfach viel besser ab. Ich mache jetzt in der Pallerstraße 10 eine Kreativbierbar auf. Sprich, wird eine Bierbar sein mit 12 Hähnen, immer verschiedene Biere am Hahn, immer wieder wechselnd. Und will halt die Bierkultur hier in Trier ein bisschen vorantreiben, das Thema Bier wieder in den Fokus legen, auch wenn wir hier in der Weinregion sind. Weil Bier hat definitiv mehr zu bieten als nur Pilz und Helles. Und das will ich so ein bisschen forcieren, so die Vielfalt von Bier, die Bierkultur nochmal aufleben lassen, die wir hier in Deutschland eigentlich immer sagen zu pflegen und das dann nochmal in den Fokus zu rücken. Und dafür mache ich jetzt meine Bierbar auf und freue mich auf jeden Besucher. Also Craft Beer ist eine Bewegung aus Amerika. Die hat da angefangen und schwappt immer mehr auch nach Europa rüber. Es geht halt darum, dass viele große Bierkonzerne nur noch einheitliches Bier brauen, was relativ ähnlich immer schmeckt und wenig Charakter hat. Und die Craft Beer Bewegung will sich dem entgegensetzen und braut verschiedene Spezialbiere und auch urtümlichere Biere. Und ich habe halt auch keine Lust mehr auf dieses Einheitspilz überall. Dem kann ich nur beipflichten. Bei den größeren Bierkonzernen hat man sehr, sehr viele Pilsener, die alle ziemlich ähnlich schmecken. Beim Craft-Bier-Bereich ist es so, dass sehr, sehr individuelle Biere rauskommen mit ganz eigenem Charakter, verschiedenen Nuancen, die man auch rausschmecken kann. Das ist handwerklich geworden, das Bier, kein Industriebier. Ich bin das zweite Mal hier, ich war jetzt Wiederholungstäter. Und vor allem wegen der unfassbar großen Biervielfalt hier, die man irgendwie vielleicht von deutschen Bieren gar nicht so erwartet. Also, fängt bei bekannten Sorten an, bis hin zu Sorten, die man vielleicht so noch nie probiert hat und vielleicht auch so noch nie probieren kann. Das ist halt der Charme, den das hier so ausmacht. Ich bin auch zum zweiten Mal hier. Letztes Mal war auch mit Nico. Mich fasziniert das hier immer wieder, wie viel man doch einfach nur mit den Grundzutaten für ein Bier, die wird schon halt bekannt, viel machen kann. Das war Wahnsinn. Wie kann man so viele verschiedene Geschmäcker probieren, die man sonst sehr selten hat.